Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestorben am 19.06.2019 durch Selbstmord. Ja, das hat mir einer so gesagt, weil er die Nase voll hat. Auf eine Art hat er recht, weil, wie ich mir die Geschichte angehört, sind ihm alle verstorben. Okay, sind alle verstorben, das verstehe ich gut, er ist jetzt alleine. Und hat festgestellt, dass ein Freund, die Verbindung war glaube ich 20 Jahre, 1999 hat er einen Freund kennengelernt, also das ist ein normaler Mensch, aber 1999 ist er geschieden und war tierisch froh, dass er endlich geschieden wurde. Ja, wenn man sowas hört, am 19.06.2019 will er sich töten. Dann habe ich, wie gesagt, sehr intensiv mit ihm gesprochen und habe gesagt, wie kommst du denn darauf? Es sind natürlich sehr witzige Sachen da passiert. Auf dem Weg war ich dann der Meinung, dass das vielleicht nicht mehr geschehen wird, diese Tötung. Vor allen Dingen diese Selbsttötung. Also ich töten lassen, keine Ahnung. Ja, jedenfalls, ich bin der Meinung, so ein Video zu machen, gestorben, 19.06.2019, weil Freunde ihn reingelegt haben, weil die Schnauze voll hat und weil er plötzlich gedacht hat, oder er hat mir gesagt, er hätte mit dem Tod gesprochen und der Tod hätte zu ihm gesagt, ey, mach doch live, da hast du Einschaltquote und so. Ich meine, in dem Moment habe ich gedacht, ist er jetzt total verwirrt, soll ich einschreiten, soll ich was Bescheid sagen? Nur das Problem ist, die Behörden schreiten nicht ein. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich meine, ich habe ja auch, es ist ja nichts passiert. Ich meine, auch ich selber lache manchmal, wenn die Jungs hier an mir vorbeidüsen. Da schreie ich auch mal hinterher. Ja, habt ihr schon mal hingehört da? Da tütata, ja. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. So hört sich die Sirene an, jedenfalls hier bei uns. Ja, die amerikanischen Sirenen sind ja meistens lustiger. Aber wir leben hier in dieser Bundesrepublik Deutschland, das ist hier in Nordrhein-Westfalen, dieser Bezirk nennt sich Frohnau und ich weiß auch gar nicht, wo der junge Mann zu Hause ist, weil ist halt so geschehen, keine Ahnung. Mein Beruf ist halt nun mal digital und bin auch ein Filmautor, ich höre also gerne zu. Das Ganze ist auch entstanden durch andere Schauspieler, weil wir an sich einen Film machen wollten über Leben, warum es sich lohnt zu leben. Vielleicht sieht er dieses Video, vielleicht kommt er auch zur Besinnung. Ändern kann ich es halt nicht. Gestorben am 19.06.2019, wie gesagt, mit dem Tod philosophiert. Der Tod sagt, töte dich vor laufender Kamera. Töte dich vor laufender Kamera, dann hast du Einschaltquoten. Ich weiß nicht, meine lieben Freunde, meine liebe Jugend, woran denkt ihr, wie denkt ihr? Das frage ich mich, ich bin über 60 und frage mich, wie tickt ihr? Wie kommt ihr darauf? Ich meine, wenn du dich selbst tötest vor laufender Kamera, live, und wir das sehen, es stimmt, einige haben es halt schon gemacht, das stimmt, die haben es wirklich gemacht. Wenn man Glück hat, sage ich jetzt mal, wird das auch noch übertragen, ARD, ZDF erzählt darüber, kann sein. Okay, wenn du unbedingt am 19.06.2019 mit einem lauten Knall dich verabschieden möchtest, ist okay, dann mach es live. Sag vorher Bescheid wegen der Einschaltquote. Ja, ich meine, so hat man jetzt gesprochen, man hat gefoppt, man hat ihn geärgert. Man hat versucht, ihn zu ärgern. Halt. Aber er lässt sich halt nicht ärgern. In einem anderen Video habe ich gesagt, dass, und das stimmt wirklich, das war 24/25, eine Sie, ein Er, die haben sich umgebracht. Die Mutter und der Vater, total erschüttert. Ich meine, ich habe jeden Tag damit zu tun und ich bin kein Retter der Nation. Ja? Ich kann keinen retten, das geht gar nicht. Aber wenn ich sowas höre, die Welt ist digital, da alles live. Ich meine, vielleicht gibt es das irgendwann, dass wir uns hier live Beerdigung ansehen. Irgendwann weiß ich nicht. Das werde ich Gott sei Dank, glaube ich, nie mitbekommen, will ich hoffen. Oder halt diese Live-Selbsttötungen oder so. Wie verzweifelt muss man sein, dieses zu machen? Gut, wie gesagt,
wenn man 20 Jahre befreundet ist und herausstellt oder sich herauskristallisiert, dass diese Person einen so dermaßen reingelegt hat, dass natürlich alles an einem Strick hängt. Er selber später oder das Thema. So manches Thema hängt an einem roten Faden. Das ganze Leben steht an einem oder hängt an einem roten Faden oder läuft auf einem roten Faden. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Ich will hoffen, ihr versteht dieses Video. Ich versuche diese Information zu verarbeiten. Verstorben am 19.06.2019 durch Selbstmord. Sich selbst aus dem Leben nehmen. Frage, soll man es dulden? Soll man es nicht dulden? Sagen die anderen. Ich sage weder das eine, weder das andere. Ich würde mich tierisch freuen, wenn er leben würde. Ja, okay, ich kenne ihn ja nicht, aber egal. Wenn er sowas hört. Wie gesagt, ich habe jeden Tag damit zu tun. Ich hatte also, wie gesagt, mit einem Schauspieler eine Idee, beziehungsweise der Schauspieler hatte eine Idee und hatte mich gefragt, ob wir die umsetzen können. Und zwar, weil auch ihm sind einige verstorben. Und ich kann also mitfühlen bei 68 Personen, die um die 40, 79, 89, 60, der Jüngste war 6, verstorben sind, aber natürlich. Auf einem natürlichen Wege sind die halt verstorben. Bei einigen weiß ich jetzt nicht genau, ob die getötet wurden, weil das hat man irgendwie nicht so verstanden, aber es sind halt von uns gegangen. Einige durch Autounfälle, beziehungsweise durch Unfälle, waren nicht nur Autos, sondern auch Motorräder. Also einige haben den Bogen überspannt und sind dadurch verstorben. Aber wenn man sagt, so, ich töte mich selber, und dann auch anfängt hier rumzuphilosophieren, nur weil ich ein Filmautor bin und weil ich Filme mache, und mit Schauspielern zu tun habe, ist das schon heftig. Also für mich ist das heftig. Heftig, weil wenn man in Kenntnis ist. Ja. Nur die Person kennt man ja nicht. Ich kenne keinen. Tut mir leid, ich kenne keinen. Außer die, die ich schreibe da oder bei Facebook. Kenne ich auch nicht. Ich kenne nur den Namen, den Schauspieler spricht mich an. Können wir einen Film drehen, übers Leben. Weil hier ist was passiert. Ich werde zum Beispiel in 5 Wochen Vater und stelle fest, warum das Leben. Gut, jetzt kann man einen Film über das Leben machen. Man kann jetzt einen Film machen über Sterben. Und ich sage euch eines. Wir leben alle und sterben zu 50% jeden Tag. Jede Sekunde, jede Minute. Weil wir haben alle nur eine Überlebenschance zwischen 50% und 50%. Ja, ist halt so. Ich hätte jetzt auch hier einen Herzschlag haben können und vor laufender Kamera runterfallen können. Und wenn ich dann Glück gehabt hätte, hätte jemand dieses Video dann zusammengeschnitten und dann veröffentlicht, zum Beispiel. Ja, also noch einmal an alle, bitte, bitte, bitte. Wenn ihr der Meinung seid, ihr müsstet aus dem Leben scheiden, macht es nicht live. Also es bringt nichts, es live zu machen, dann macht es von mir aus. Ich werde es ja eh mitbekommen, weil die Eltern oder die Geschwister oder die Ehefrau oder der Ehemann hier sind. Und ich muss das letzte Foto machen, beziehungsweise ich muss das letzte analoge Papier machen. Ja, ich spreche jetzt mittlerweile auch so, weil viele mich gefragt haben, was ist denn eigentlich ein analoges Papier? Oder was ist denn ein analoges Bild? Mittlerweile frage ich mich schon, was geht ab? Wir schreiben das Jahr 2019. Juni und was geht ab? Was geht los? Was ist denn los? Ja, freitags wird demonstriert und nach der Demonstration sieht es noch schlimmer aus, wie das Umfeld überhaupt aussehen dürfte, sollte sein. Nach dieser Demonstration, Greta ruft ja auf zur großen Demonstration. Umwelt, ja. Meine lieben Freunde, geht bitte nicht oder scheidet nicht aus dem Leben nur wegen dieser Umwelt. Ja? Ich weiß nicht, also das Netz ist leider voll. Und wenn man googelt, stellt man fest, es gehen leider zu viele freiwillig. Viele Jugendliche durch Mobbing, durch digitalen Mobbing. Okay, also ich war heute im Film angesagt, deswegen sitze ich hier. Nur der junge Mann hat, wie gesagt, keine Zeit, der ist in Frankfurt
ist nur ein Schauspieler und Schauspieler müssen arbeiten und Schauspieler müssen Geld verdienen. Und dadurch aber nicht so viel Zeit. Und deswegen sage auch ich immer, meine lieben Freunde, was stellt ihr euch eigentlich immer vor? Wir drehen einen Film. Ja? Nur hat nicht jeder Zeit. Ja? Und so viel Geld haben wir ja auch nicht. Nur diejenigen, welche die zum Beispiel Star Wars drehen oder so, oder einen DC-Film oder Marvel-Film, da kommen alle, weil die sind da angestellt in dem Moment. Und da fließt richtig Geld. So, hier fließt natürlich nicht so viel Geld. Und wenn man gar kein Geld hat und auf der Straße lebt, verstehe ich das sehr gut, weil der junge Mann ist natürlich existenziell gefährdet. Ich habe wirklich zugehört. Ist crazy. Man verliert auf eine Art alles. Ja? Man verliert etwas. Und der Verlust ist so hoch, dass man dann keine Interesse mehr hat am eigenen Leben. Aber ich so sage, okay, wir haben noch nicht den 21.06.2019 und noch lebt er auch, will ich hoffen. Und also bin ich hochgradig irritiert, muss ich einfach sagen. Ja, ich habe mir, wie gesagt, den Kopf gemacht, live sich umbringen, ja, um damit mit diesen Klicks Geld zu verdienen. Wow, Hammer, ja. Solche Gedanken zu haben, das ist schon heftig. Ne? Das ist wirklich schon heftig, solche Gedanken überhaupt auf den Weg zu bringen, ja, zu Papier zu bringen, überhaupt darüber nachzudenken, ja, vor laufender Kamera, schabum, und dann läuft die Kamera ja auch so lange und das läuft halt alles so lange, bis jemand kommt, das abstellt. Ja, kann ja lange dauern. Kommt ja darauf an, wo er es macht. Ja. Wow. Also ich denke gerade schwer darüber nach. Also meine lieben Freunde, dieses Video heißt verstorben am 19.06.2019. Für die Insider, die wissen, warum dieses Video gelaufen ist. Wie gesagt, nach 20 Jahren Freundschaft reingelegt zu werden, ist klar. Also ich darf selber sagen, ich bin auch nach 20 Jahren Ehe reingelegt worden. Ihr seht, ich sitze hier immer noch und lebe. Das war auch gruselig, das war sogar sehr gruselig. An alle, die sich scheiden lassen oder geschieden werden, durch welchen Grund auch immer, es kann ganz schön böse werden an dem letzten Tag der Scheidung, auch im Gerichtssaal, da kann ganz schön was abgehen, ist klar. Okay, ihr müsst natürlich dann sehr viel Luft holen und ich hoffe, ihr kommt mit dem CO2 gut klar. Noch ist es nicht versteuert. Und ich versuche jetzt humoristisch aus dieser Nummer rauszukommen. Ich bemühe mich jedenfalls, dass die Person am 19.06.2019 noch am Leben ist. Wenn nicht, naja, dann mache ich die Kopie, ne, von dem Ganzen. Ja, so sieht's aus. Hoffentlich nicht live. Also, das wäre der Hammer. Ne? Ja, keine Ahnung, wer die Lizenzrechte dann bekommt. Oder die Klickrechte da. Da. Na, ist halt so. Viele machen ja Videos, um damit Geld zu machen. Ist halt so. Ja? Und einige haben es ja auch geschafft. Also, meine lieben Freunde, drückt die Daumen am 19.06.2019, dass die Person da überlebt hat. Das Ganze. Ich hoffe. Ich werde berichten.